Guten Morgen, meine beliebte Polymatten. Also, gestern habe ich bemerkt, dass wenn ich dieses Semester begonnen habe, hatte ich keine Ahnung, was Chemie ist, was Chemie war. Und gestern habe ich nicht nur meine eigenen Fehler auf der Tafel korrigiert, sondern auch verstanden, dass wenn man sich Mühe gibt, kann man alles schaffen. Und also als ich dieses Semester begonnen habe, habe ich gedacht, okay, ich werde einfach Chemie mit die niedrigste Note bestehen und alle meine anderen Fächer werden gleich sein und ich werde nichts verstehen. Aber am Ende dieses Semesters, also ich habe noch 2 Wochen vor meine FSPs und so. Aber trotzdem, also am Ende dieses Semesters habe ich bemerkt, dass ich habe Chemie und Physik verstanden. Also 2 Bereiche, die ich vorher nicht so gut verstehen konnte. Ich habe auch Informatik endlich gelernt. Mathe habe ich am letzten Stelle endlich verstanden. Und Deutsch habe ich es noch verbessert. Und obwohl alle meine Notenpunkte in meiner Klausuren das nicht spiegeln, kann ich bemerken, dass es gab viele Fortschritte. Und dieses Vorgang, das ich erfahren habe, kann ich auch in einem anderen Bereich betrachten. Und so also nämlich in mein Ego und was ich als wichtig vorher haltete und was ich jetzt für wichtig halte. Also, wenn ich dieses Wechsel-FSP begonnen habe, wollte ich eigentlich besser als die anderen sein. Also, es war etwas so wie ein Wettbewerb zwischen wie gut kann ich sein versus was, also gegen was die anderen machen können. Und ich habe immer gedacht, okay, ich muss schneller als die sein und ich muss alles besser und schöner und also ich wollte eigentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als die anderen. Und ich denke, dass das nützlich sein kann, aber ich denke auch, dass das nicht für mich persönlich richtig war, weil ich will nicht die anderen also ich will keine Konkurrenz haben oder ich will nicht einen Wettbewerb haben, wo ich immer die anderen zerstören soll. Ich denke, dass es ist einfacher für mich, wenn ich einfach sage, okay, heute bin ich 1 und morgen möchte ich 2 sein, so dass irgendwann kann ich 100% sein. Und wie kann ich dieses 1 nach 2 oder A nach B jeden Tag machen? Und wenn ich das in so kleine Mikro-Schritte sehe, dann ist es voll einfacher und mehr entspannter als, also entspannter als ja, so also einen Wettbewerb zu haben. Und ich denke, dass diese Erfahrung, dieses Lebensmotto ist, was ich am wichtigsten schätze. Weil ich denke, dass wenn man etwas lernt, also wenn man etwas grundsätzlich lernt, zum Beispiel Physik, Informatik oder was weiß ich, Psychologie, und diese altruistische oder Selbstentwicklungsfreundliche freundlich etwas Geist nicht hat, dann ist es voll schwerer, etwas zu schaffen. Aber wenn man es hat, also wenn man eigentlich sagt, okay, ich will mich selbst verbessern, also ich will mich verbessern, was kann ich tun, um das zu schaffen? Und ja, also ich denke, dass obwohl ich nicht die besten Notenpunkte bekommen habe, habe ich eine unglaubliche Entwicklung erfahren. Und
Ja, also ich denke, dass jetzt soll ich mich einfach fokussieren, um viel, viel mehr zu üben, statt so viel zu lesen und so. Und eigentlich dieses wissenschaftliche Mindset zu bekommen. Also ich habe es sowieso in meinen Alltag integriert. Oh shit, Integration. Aber trotzdem will ich es stärker integrieren. Also weil ich, also vor diese vor Studienkolleg habe ich vor 1 Jahr Jura studiert. Und dort sollte ich immer an Menschen nachdenken und warum Menschen werden etwas so und so machen. Aber jetzt ist es nicht umgekehrt, sondern es ist ein bisschen anders. Also jetzt ist es geht nicht um Menschen, sondern um das Universum eigentlich. Und was wird das Universum tun, wenn diese bestimmten Bedingungen erfüllt sind? Und das finde ich, dass wenn man das so betrachtet, als also Wissenschaft, als eine Betrachtung des Universums statt eine Menge von Formen und was weiß ich, dann ist es nicht nur interessanter, sondern auch richtig merkwürdig. Also wir können vielleicht nicht Kriege vor immer beenden oder vermeiden zumindest, aber wir können trotzdem alles, was wir sehen oder uns vorstellen können, beschreiben. Und das finde ich total krass. Und ja, ich denke, dass das war es für heute. Also ich wollte einfach dieses Gefühl teilen, weil ich denke, dass wenn man einen neuen Schritt schafft, soll man das auch das teilen, damit alle die Menschen, die um diese Person sind, auch andere Schritte erreichen können. So. Auf jeden Fall, heute bin ich ein bisschen chillig, weil jetzt ist es ungefähr 1 Uhr. Ja, ich bin ganz, ganz früh aufgestanden. Und deswegen will ich nicht so energetisch klingen, weil je energetischer, desto lauter und je lauter, desto mehr Hass, desto ja, mehr Hass werde ich bekommen. Weil also meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen auch also wahrscheinlich schlafen und ihr weiß schon, wie das ist. Aber auf jeden Fall, ja, also diese Woche habe ich so, so viele neue Sachen gelernt und ich bin sicher, also als ich heute auf der Tafel alles geschrieben und erklärt habe, habe ich verstanden, dass ich in der Lage bin, alles zu verstehen und mich zu verbessern. Und ja, also ich werde einfach mehr üben, mehr zusammenfassen. Und wenn ich dieses Virtual FSB endlich beende, dann werde ich im Rückblick, also im Looking Back, also ich werde nach hinten gucken und dann alle meine Fortschritte analysieren und dann bemerken, ob ich ganz, ganz viel geändert habe oder eigentlich alles gleich bleibt. Auf jeden Fall, ich werde Ihre Energie nicht nach unten drücken, sondern einfach sie es erhöhen, weil ich denke, dass das, was ich erfahrt habe, also eigentlich dieses Gefühl, dass man sich selbst, also ja, dass man sich verbessern kann, etwas Universales ist. Und etwas Universales. Und wenn man das schafft, also dieses Gefühl zu bekommen, dann ist man grenzlos, weil es gibt nichts, das man nicht schaffen kann, weil du kannst immer dich selbst entwickeln und dann irgendwann das schaffen. Deswegen will ich mit Ihnen teilen, dass
alles, was sie wollen, schaffbar ist, obwohl das nicht in der Wirklichkeit wahrscheinlich möglich aussieht. Und, aber auf jeden Fall, es gibt noch 17 Tage vor meiner FSP. Ich bin bereit. Ich habe noch 2 Wochen und ich werde jeden Tag üben, bis ich alles perfekt verstehe. Und es hängt nicht davon ab, wie viele Punkte ich bekomme, sondern wie gut kann ich alles verstehen und wie gut kann ich alles erklären. Wenn ich das schaffe, I made it. I don't give a fuck about the notes that I get. Aber auf jeden Fall, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Unterstützung. Wir sehen uns wieder in weniger als 24 Stunden, hoffentlich. Mein Name ist Daniel Fernandes und ja, Semper Nobilis, Semper Indicum. Tschüss.